Herzlich willkommen zu Ihrem Janssen-Video und wie schön, dass Sie da oder dass Sie wieder da sind. Lassen Sie uns heute über ein Geheimnis von erfolgreichen Führungskräften, Geschäftsführern und Vorständen sprechen. Und gerade wenn Sie sich so in der Literatur schon eingelesen haben oder viel gelesen haben, viel auch Weiterbildung zu dem Thema Management und Leadership sich vielleicht gegönnt haben, dann werden Sie nach diesem Video erkennen, dass das, über was wir heute sprechen, ein Thema ist, was dort kaum auftaucht. Und das ist mal wieder ein Beweis dafür, dass es zwischen Theorie und Praxis einen offenen Unterschied gibt und der ist in der Praxis allerdings oft größer als in der Theorie. Von daher werden wir uns damit beschäftigen und warum kann ich da überhaupt was dazu sagen, falls Sie schon auf unserer Webseite waren, haben meine Zielgruppe angeschaut, haben geschaut, was ich so einen ganzen Tag mache in Einzelberatungen und in Workshops, dann sehen Sie, dass ich dazu, zu diesem Geheimnis heute was für Sie sicher Wertvolles sagen kann. Von daher, wenn Sie das interessiert, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen wieder zurück und lassen Sie uns doch das Geheimnis gleich lüften, denn erfolgreiche Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände haben meistens, und das können wir direkt auf den Punkt bringen, eine Gemeinsamkeit und das ist eine sehr erfolgreiche und gute Assistentin. Und wenn Sie mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann haben Sie schon bemerkt, dass Sie vielleicht in der einen oder anderen Situation gedacht haben, wow, so eine Assistenz bräuchte ich auch. Und warum ist das so wichtig? Denn Karrieren entstehen dadurch, dass man lernt, die Dinge zu tun, die für die eigenen Führungskräfte eine gewisse Relevanz haben und die dann gut und schnell so erledigen. Und um das zu tun, ist es ganz entscheidend, dass Sie immer mehr lernen, das zu tun, was Sie zum einen sehr gut können, um diese Ziele zu erreichen und Sie sich fokussieren können und Ihnen jemand den Rücken frei hält. Ich werde in diesem Video über die weibliche Form sprechen. Das werden wir die Gender-Menschen, die da sehr viel Wert drauf legen, verzeihen, weil es in der Wirtschaft momentan noch so ist, dass es meistens Assistentinnen sind und es das sprachlich für dieses Video jetzt einfach leichter macht. Wir werden mit dem Video zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen kriegen Sie mal Kriterien, sofern Sie noch keine Assistenz oder noch keine gute Assistenz haben, dass Sie mal checken können, ach, wo stehe ich da an der Stelle? Und wenn Sie jemand aktuell suchen, dann haben Sie auch wie so eine Mini-Checkliste an Kriterien und an Anforderungen, die es Ihnen viel leichter macht, die dann noch zu ergänzen und dann jemanden zu finden, der für Sie dann gut passt. Wenn wir uns hier die linke Seite anschauen, dann habe ich hier auf der linken Seite eher die Punkte erstmal aufgenommen, wo man so sagt, ja, das gehört zu einer Professionalität. Auf der rechten Seite die Punkte, die werden dann ergänzend noch spannender. Warum? Weil die noch schwieriger am Markt zu finden sind. Auch das Wort Professionalität ist eins, was ich nicht sonderlich mag, weil oft versteht man gar nicht, ja, was ist denn damit gemeint? Es geht ja hier darum, Erwartungen gerecht zu werden. Und wenn wir uns das aber jetzt hier anschauen, dann ist es vielleicht für Sie selbstverständlich, aber Menschen, die so eine Tätigkeit ausüben, brauchen ein gewisses Organisationstalent. Die Welt ist komplex, chaotisch genug. Man braucht jemanden, wie ich finde, der organisieren kann, der eine gute Struktur hat und der nicht gerade noch das Chaos vergrößert. Zuverlässigkeit, wenn wir jetzt, ich habe ja auch, oder wir haben drei Damen im Backoffice und wenn ich da so drüber nachdenke, was ist mir da ganz entscheidend und das ist gerade bei jemandem, mit dem ich schon 20 Jahre zusammenarbeite, so zentral, dass ich einfach weiß, ich kann mich zu 100% drauf verlassen. Ich könnte gar nicht so viel Menge, in manchmal auch Tiefe wuppen, wenn ich nicht jemand hätte, wo ich genau weiß, wenn ich es abgegeben habe, dann friert er die Hölle zu, als dass ich es dann nicht verbindlich auch bekomme, letztendlich, was ich haben will. Genauigkeit, Sie haben gerade gehört, dass man, ich nenne das so, wie auch so eine Lebensversicherung braucht. Es gibt auch Dinge, da kann ich gar nicht so bis zum Erdmittelpunkt forschen und dann brauche ich jemanden auch, der nochmal drüber schaut und für mich sozusagen als Lebensversicherung agiert.
Auffassungsgabe, und das höre ich sehr häufig von Führungskräften, die dann sagen, ich bin so schnell unterwegs, ich halte es nicht aus, wenn jemand langsam im Kopf ist, der, dem ich so alles sagen muss, der lange braucht, bis er Zusammenhänge versteht. Und da ist es hilfreich, gerade wenn Assistentinnen für Schwergewichte arbeiten, dass es meistens so ist, dass die sehr schnell erkennen, um was es geht, Zusammenhänge finden oder herstellen können und sehr schnell verstehen, was der andere braucht. Außendarstellung, das hört sich so selbstverständlich an. Wir hatten mal einen Interessenten, der mit uns Kontakt aufgenommen und hat dann mit einer unserer Assistentin telefoniert, und es war so großartig. Ja, die Person hat mir dann Rückmeldung gegeben, bis ich sie kennengelernt habe, hatten die ja zusammen erstmal Kontakt. Die Person hat mir dann so schön Rückmeldung gegeben, ist mittlerweile aber auch eine Kundin geworden. Deswegen sehen Sie, wie wichtig mir ein gutes Backoffice ist, dass die Kundin so schön sagte, wenn die Janssen sich so eine gute Assistenz leisten können, müssen die was können. Ich hatte das so überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man auch da die Überleitung machen kann damals, aber es trifft es am Ende direkt auf den Punkt. Und deshalb ist diese Außendarstellung, weil es strahlt sofort auch auf Sie, ob Sie es wollen oder nicht, ab. Zuhören. Die meisten Menschen behaupten, dass sie sehr gut zuhören, wenn sie mal Pommes mit Ketchup bestellen und das relativ untrivial ist, das herzustellen, nenne ich es mal so, zu bedienen in der Pommesbude, werden sie oft feststellen, dass sie trotzdem nochmal nach Mayonnaise gefragt werden. Was meine ich damit? Dieses Zuhören, weil Leute, die Schwergewichte sind, viel verdichtete Informationen haben, die gar nicht den Raum haben, umso wichtiger ist es, und die sind es oft auch gewohnt, so nenne ich das bei Schwergewichten, dass man ihnen zuhört und das ernst nimmt, was sie haben wollen. Deshalb ist es in so einer Rolle auch ganz zentral. Flexibilität, auch das vielleicht für Sie selbstverständlich, aber womöglich erleben Sie es häufig, dass Pläne, so gut sie sein mögen, dann doch nicht aufgehen. Und wenn Sie dann noch so viel Aufwand haben, jemanden dazu zu bewegen, auch mal einen Plan zu verändern, dann kostet es unnötige Kraft und Zeit. Das waren jetzt so, ich nenne das die Dinge, die so vielleicht für Sie noch ganz offensichtlich sind. Und jetzt lassen Sie uns zu den Dingen schauen, die in Kombination nochmal schwerer sind, auch zu finden. So, wenn man jetzt über Haltung, was meine ich damit? Wenn man Dienstleister ist und auch wenn man Produkte hat, dann haben die den Sinn, dass sie Kunden zufriedenstellen und dass man wirtschaftlich daraus einen Gewinn erzielen kann. Was will ich damit sagen? Mein Job als Dienstleister, ich nenne es immer so, ich springe für meine Kunden durch den Reif, und gleichzeitig brauche ich aber auch interne Dienstleister, die dann für mich was tun, was mir das Leben erleichtert. Und wenn Menschen, die so eine Rolle haben, so das Gefühl haben, sie sind jetzt nur auf der Zwischenstation, sie sind für was anderes geboren oder wollen in die nächste Castingshow, dann ist das Bedürfnis verständlich, ist nur die Frage, ob das was ist, was von der Haltung für sie hilfreich ist als Führungskraft. Deswegen finde ich es völlig legitim, wenn Sie selber auch ja für Kunden agieren, dass auch Ihr Backoffice so eine Dienstleistung und das Charakter hat. Und das hat nichts mit unterwürfig zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Sie sagen, rehbraunen Kaffee will ich geliefert haben. Heutige Assistentinnen haben sowieso ganz andere Aufgaben, als rehbraunen Kaffee zu servieren. Aber das ist eine Haltung, eine Einstellungssache. Interesse für die Sache ist so wichtig. Vielleicht kennen Sie, dass Sie Dinge hören, sehen, lesen, die Sie sich gut behalten können. Und dann gibt es aber Dinge, wo Sie sagen, Schall und Rauch. Denn auch so eine Merkfähigkeit wird über Interesse gesteuert. Und ich finde so ein Phänomen, eine unserer Mitarbeiterinnen, die ist seit über 20 Jahren bei uns, da kann ich die, also ich kann fragen vor 10 Jahren, der Herr Müller, der dann sogar meistens sogar Huber heißt, die in die Situation, das ist wie so der Telefonjoker für mich letztendlich, eine unfassbare Zugriff auf die Datenbank von unserem Geschäft. Und das ist Gold wert, weil ich dann nicht jedes Mal vom Erdmittelpunkt mit meinen Erläuterungen anfangen muss. Und das hat was mit Interesse zu tun.
Herzblut, auch das ist so, das mögen Sie lieber, dass Menschen um Sie rum sind, die so ein Stück weit Begeisterung für Sachen haben. Das merkt man allein daran, wenn man zum Beispiel gut essen geht und sagt, die Location stimmt eigentlich, das Essen ist auch gut, nur es fehlt so das letzte bisschen. Und das wird erzeugt, dieses letzte bisschen über die eigene Begeisterung, diese Ansteckung von Menschen. Und ich finde, auch das haben Sie verdient, jemanden um sich in diesem direkten Kontakt zu haben, der für die Sache dann auch ein Stück weit brennt und es gern macht. Es muss ja nicht jeder gern machen, nur wenn man sich dafür entscheidet, hat man letztendlich in der Assistentenrolle auch viel, viel mehr Erfolg, wenn man sich selber begeistern kann. Visitenkarte, das passt so ein bisschen zu dieser Außendarstellung, aber ich will noch mal einen anderen Blick reinbringen. Und zwar haben Sie ja was, wofür Sie stehen, entweder von der Dienstleistung oder von den Produkten. Und da wäre es, finde ich, schon nicht schlecht, wenn Ihr Umfeld, Ihre Assistenz diesen roten Faden auch praktisch in diesen Begegnungen mit vollführt, nenne ich es jetzt mal so salopp. Das heißt, und das ist das, wo ich Ihnen vorhin sagte, wo die Kundin sagte, naja, das passt ja zum ganzen Produkt. Unsere Dienstleistung, damit wollen wir was erreichen. Wir haben ein gewisses Level, was wir erzielen wollen. Und dann muss auch die Begegnung von den Assistentinnen zu dieser Gesamtaussage, wie ich finde, passen. Vertrauen, das ist für mich mit das Wichtigste, dass ich nur in dieser Nähe mit jemandem arbeiten kann, sonst macht es mir viel zu viel Arbeit, wenn ich nicht offen sprechen kann und offen mit jemandem umgehen kann und mich darauf verlassen kann, dass die Person integer ist. Und ich habe einige Führungskräfte, die so schön sagen, meine Assistenz weiß ja manchmal mehr als meine Frau. Und ich halte es für wichtig, dass man hier auch nicht gefiltert redet, was auch immer, sondern dass Sie jemand haben, dem Sie zu 100% vertrauen können. Nur dann ist diese Zusammenarbeit auch am wirkungsvollsten und am erträglichsten in Form von Ertrag für Sie. Raum, und das ist was, was ich auch manchmal erlebe, dass sich Mitarbeiter wundern, nicht so erfolgreich zu sein, wie sie es vielleicht sein könnten, weil, ich überspitze das so ein bisschen, sie einfach zu viel Arbeit machen. In so einer Rolle ist es nicht schädlich, jemanden zu haben, der sich selber nicht zu viel Raum braucht, auch für die Pflege, für die Aufmerksamkeit, für Redebeiträge, was auch immer, weil es manchmal in den Begegnungen für sie nicht die richtige Entlastung hat. Und deshalb auch hier jemanden, der auch gerne in dieser zweiten Reihe steht. Und es wollen gar nicht alle Menschen immer im Mittelpunkt stehen. Gespür, das hat mehrere Facetten. Das ist wichtig, weil Sie nicht bei allem, was Sie tun, immer noch mal den Nachsatz bringen können. Und das ist jetzt vertraulich, sodass Sie bei einer guten Assistenz den Slogan, das ist jetzt vertraulich, oft gar nicht mehr brauchen. Weil Menschen, die da ein Gespür für haben, erleichtern Ihnen das Leben, weil die schon wissen, wann sie was mal nicht sagen, auch um sie vielleicht oder wo sie sich um Kopf und Kragen reden. Also da geht es um dieses Gespür zum Thema der Vertraulichkeit, aber auch dem Gespür für Situationen. Und ich habe eine Führungskraft, die sagt, oh, ich habe eine neue Assistentin und es macht mich wahnsinnig. Ich komme aus Meetings, die mich vielleicht sehr viel Kraft gekostet haben, raus. Und auf dem Weg zum Büro freue ich mich mal kurz durchzuatmen und dann steht sie schon da, textet mich zu und lässt mich nicht mal kurz durchatmen. Und auch das ist was, wo man ein Gespür dafür braucht, wann sie aufnahmefähig sind, auch sie lesen können, wann sie gut am besten für eine Entscheidung zu gewinnen können. Das ist wirklich extrem wichtig auch. Und das passt dann auch schon zu dem nächsten Part, das heißt Beziehungen. Es nützt Ihnen wahrscheinlich viel zu wenig, wenn Sie nur alleine mit Ihrer Assistentin oder mit der Assistenz klarkommen, sondern Sie brauchen auch
mit Sicherheit jemanden, der nicht so wie die Löwin, die Höhle der Löwen ist, so sinngemäß, wo man sich fast nicht traut hinzugehen letztendlich. Und Sie brauchen ja auch jemand wegen der Außenwirkung, der Beziehungen herstellen kann, der für Sie auch mal auf einfachem Dienstweg einen Termin kriegt, der Informationen kriegt. Deshalb und gerade, weil ja heutzutage die Assistentinnen keine Rehbraunen mehr Kaffee liefern, das nicht mehr die Aufgabe ist, ist es so entscheidend für eigene Projekte, dass die Person ihre Rolle erkennt, auch die damit verbundene eigene Agenda, die dann jeder im Haus hat, auch da einschätzen kann, hier nicht missbraucht zu werden, aber gleichzeitig, wenn die mit allen Leuten im Kriegszustand ist in der Organisation, dann ist es auch nicht sonderlich effektiv für sie. Die Chemie, das bewusst als letzten Punkt, weil dann kann ich nochmal darauf eingehen, dass mir das oberste Ziel, was ich brauche in der Zusammenarbeit für mich, ist dieses Vertrauen. Das brauche ich zu 100%. Und das zweite ist, dass ich in meinem näheren Umfeld es mir gönne, mit Menschen zu arbeiten, die ich persönlich auch leiden kann, die ich mag. Und von daher hier ganz, ganz wichtig, dass Sie kritisch prüfen, passt die Chemie? Weil dazu ist die Zusammenarbeit, finde ich, zu eng, als dass man es mit Menschen zu tun hat, wo man einfach kein gutes Gefühl hat, die man nicht so mag. Und zum Zweiten, dass Sie aber auch dafür sorgen, und das ist immer Wechselseitigkeit, dass Sie dafür sorgen, über die Art und Weise, wie Sie agieren, dass man Sie auch leiden können kann. Das ist schon mal zum Punkt 1. Aber zum Zweiten auch, sich jemand suchen, der Sie auch leiden kann, alleine deshalb, weil es immer wieder Aufgaben gibt, das ist in meinem Job so, das ist sicher in Ihrem Job ähnlich, die nicht so viel Freude machen, die aber trotzdem gemacht werden müssen. Und das, damit Sie lange auch von so einer Assistenz haben, ist viel, viel einfacher, wenn man für die Personen, für die man oder mit denen man arbeitet, wenn man da letztendlich einen guten Draht miteinander hat und sich gegenseitig leiden kann. Jetzt wäre ja die Frage, wie profitieren Sie am meisten von diesem Video? Und das schauen wir uns gleich an. Sollte Ihnen das Video bis hierher gefallen hat, dann wäre es schön, wenn Sie dem ganzen Video einen Daumen nach oben geben. Und falls Sie es noch nicht getan haben, unser Erfolgsvideo anschauen, denn das, was Sie bisher gehört haben, da profitieren Sie noch mehr, wenn Sie erinnern sich, es geht darum, dass Sie fokussiert die Dinge tun, die für andere, für Ihre Führungskräfte und Ihre Entscheider den meisten Wertbeitrag haben. Und damit das gelingt, schauen Sie sich unbedingt jetzt dieses Video an. Und Sie profitieren am meisten ergänzend von diesem Video, wenn Sie sich zum einen, falls Sie noch keine gute Assistenz haben, diese Kriterien mal verinnerlichen, für sich auch überlegen, was fehlt vielleicht für Sie persönlich noch bei diesen Kriterien. Das ist viel, viel einfacher, als die sich selber auszudenken. Und wenn Sie schon eine Assistenz haben, mal checken, inwieweit wird die dem allem gerecht, auch wenn Sie vielleicht noch darüber hinaus was brauchen. Und wir wollen jetzt mal das Denkbare denken. Sie stellen bei dieser Analyse mit Ihrer eigenen Assistentin bereits fest, dass die ganz viel schon hat und übererfüllt. Ich glaube, es ist sogar erlaubt, dass Sie ihr das mal kundtun, auch wenn Sie sagen, ja, das weiß diejenige doch. Man darf es auch öfter sagen und schadet im Gegenteil überhaupt nicht, sondern es ist meistens so, dass die Menschen damit gut klarkommen, das nochmal zu hören. Und wenn wir so an den Anfang schauen von dem heutigen Video, dann erinnern Sie sich, dass es darauf ankommt, wenn Sie mehr Karriere haben wollen, sich weiterentwickeln wollen, mehr Erfolg haben, dann wird es immer darum gehen, wie es Ihnen gelingt, den Fokus darauf zu legen, was für Ihr Management eine hohe Relevanz hat und Sie das schnell und gut erledigen. Und dafür braucht es einfach jemand, der Ihnen den Rücken frei hält. Gleichzeitig ist es aber so, dass so eine Assistenz nicht vom Himmel fällt. Das ist nichts, was man einmal in Anführungsstrichen installiert, wo man sich nicht drum kümmern muss. Von daher gibt es noch einige Dinge, die Sie als Führungskraft tun können und was auch Ihre Rolle sein sollte und Ihre Aktivitäten sein sollte, dass Sie langfristig sehr gut zusammenarbeiten. Und dafür, und das habe ich Ihnen jetzt oben rechts eingeblendet, gibt es auch
ein Video. Falls es noch nicht online ist, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Dann verpassen Sie dieses Video nicht, weil ich das jetzt noch gar nicht einschätzen kann, wann Sie dieses Video schauen. Und als noch einen weiteren Geheimtipp, wenn Sie sagen, oh, ich hätte gern mal so in der Praxis geprüft, ob das, was die Andrea Jansen so sagt, auch stimmt und ob die wirklich ein gutes Backoffice haben, dann schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie an. Dann werden Sie das, über was ich hier gesprochen habe, auch selber erleben. In diesem Sinne, bleiben Sie erfolgreich. Wir sehen uns im nächsten Video, damit Sie mit uns in Führung gehen. Ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Jansen.